weiter geht es hier im Programm rund um das Thema Auto. Und da haben wir eine spezielle Sendung für Sie geplant, denn der Winter naht, der Winter ist da. Und deshalb möchten wir Ihnen ganz viel Sicherheit natürlich auch mit auf Ihren Wegen geben. Gute Fahrt ist bei uns nicht nur eine Floskel, sondern wird hier wirklich ganz, ganz ernst genommen. Und deshalb möchten wir, dass Sie für kleines Geld nachrüsten und natürlich auch gut durch die Winterzeit kommen mit Ihrem Auto. Denn, lieber Andreas, es sind ja einige Strecken geplant. Man fährt zur Familie, Sie fahren vielleicht auch noch in einen kurzen Urlaub zum Beispiel, sind an den Wochenenden unterwegs und da kann ja so einiges passieren auf den deutschen Straßen. Genau. Liebe Zuschauer, da kann so einiges passieren. Manchmal lässt sich das einfach nicht verhindern. Und wir haben aber genau das Richtige, damit Sie sich in die Lage versetzen, zu erklären und auch zu beweisen, wie haben sich denn verschiedene Situationen zugetragen. Und dafür ist einfach hier eine Dashcam extrem sinnvoll. Mit einer Dashcam ist jeder in der Lage, ist jeder in der Situation, einfach so ein Fahrgeschehen und wenn es dann wirklich auch so weit kommt, einen Unfall nachzuweisen und genau zu sagen, Mensch, so und so hat sich das zugetragen. Jetzt klopfen wir erstmal dreimal auf Holz, liebe Zuschauer, damit Ihnen das nicht passiert und Sie wirklich auch sicher durch die Winterzeit kommen. Wir haben hier, Sie sehen es eingeblendet für Sie, unsere erste Dashcam ist eine Full-HD-Dashcam. Full-HD-Dashcam bedeutet einfach eine richtig tolle Auflösung, richtig schöne Bildqualität, dass man wirklich auch Details erkennt. Wir haben einen großen Bildwinkel, das heißt vorm Auto und auch hinterm Auto wird wirklich auch alles erfasst. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wenn ich eine Dashcam im Auto habe, dann möchte ich natürlich auch, dass die nicht nur so Spaßaufnahmen macht, klar, ne, das ist auch wichtig. Aber das Wichtigste ist natürlich, so eine Situation dann wirklich auch festzuhalten. Und unsere Dashcam hier, die hat eben jetzt die Sonderfunktion, das noch als technisches Fact zuletzt. Wir haben zwei Objektive, das heißt zum einen, wir haben vor dem Fahrzeug eine große Bereichsabdeckung und aber auch in den Innenraum des Fahrzeugs sowie nach hinten raus. Und nach hinten raus ist natürlich auch eine wichtige Sache, weil wenn irgendwas passiert wie wir, dann ist natürlich auch der hintere Bereich dann des Fahrzeugs abgesichert, beziehungsweise auch das Fahrzeuginnere. Oh ja, also eine Dashcam ist sehr, sehr sinnvoll und vor allem auch sehr wichtig, wie Sie gerade hören. Aber auch da trennt sich natürlich Spreu vom Weizen. Andreas, du hast gerade gesagt, dass wir hier zwei Objektive haben, was natürlich den vorderen Bereich und auch den hinteren Bereich nochmal abdeckt, was natürlich mehr Sicherheit bietet. Aber wie ist das überhaupt mit einer Dashcam? Wie bringt man sowas an? Geht das schnell? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Anbringung ist ganz einfach. Wir haben hier so eine Saugnapfhalterung. Mhm. Das ist ganz typisch für Dashcams, liebe Zuschauer. Ich habe sie Ihnen jetzt gerade auch mal angeschaltet. Jetzt sehen Sie auch die zwei Objektive. Also einmal das Objektiv hier vorne, sieht man an meiner Hand. Ne? Und dann eben auch das Objektiv nach hinten. Und ich kann sogar hier dieses Frontobjektiv einmal drehen. Ne? Ich kann es auch mal in deine Richtung, genau, guck mal, hier ist es. Ich kann also wunderbar einstellen, wie das Ganze funktioniert. Das war es also. Im Grunde Windschutzscheibe, Saugnapfhalterung, die Dashcam befestigt. Und dann eben hier mit dem Objektiv, mit der Kamera hier für die spezielle Ausrichtung sorgen. Ganz wichtig natürlich dann auch der Bereich nach hinten und nach vorne. Sie sehen es hier, noch ein ganz, ganz wichtiges Argument, das für unsere Dashcam spricht. Und zwar ganz klar, das ist hier der Sony-Sensor. Also eine richtig tolle Hardware auch hier verbaut. Nicht nur eine super Bildqualität, also wirklich die beste Auflösung dank Full HD, sondern eben auch ein großer Winkel, im Grunde so etwas wie 360-Grad-Schutz, dadurch, dass wir zwei Objektive haben, aber eben natürlich dann auch die tolle Hardware dank Sony-Sensor. Wir haben dazu, Vivian, eine tolle Pressestimme. Ja, schauen wir uns die doch gerne mal an, denn die Presse ist voll des Lobes. Und was diese schreibt, das sehen wir jetzt. Wir sind begeistert, vor allem auch von dem Preis. 75,95 Euro ist natürlich für eine Dashcam, wo Sie zwei Objektive haben, absoluter Spitzenpreis. Da dürfen Sie gerne zugreifen mit der NX4507, der 569. Und was die Presse dazu sagt, wie gesagt, für Sie jetzt hier nochmal vorgestellt von Auto Bild. Wow! Hier für Sie das Fazit. Dank Full-HD-Aufnahmequalität, Bewegungsmelder und Beschleunigungssensor nimmt die Dashcam sowohl gefährliche Situationen im Verkehr als auch schöne Erinnerungen während der Urlaubsfahrt auf. Andreas, was sagst du dazu? Absolut, genau das ist. Also wir sehen es hier, bestes Urteil natürlich auch von einem Magazin. Die machen das täglich. Das sieht genau. Also hier, liebe Zuschauer, sehen Sie ganz klar, wir haben hier wirklich eine richtig tolle Dashcam. Was wichtig ist natürlich auch der G-Sensor. Mhm. Und wir sind hier komplett ausgestaltet. Also nicht hier, was die Bildqualität hier angeht,
angeht, wirklich richtig tolle Bildqualität und eben auch leichte Bedienung und Anbringung, sondern eben auch hier diese komplett Rundum-Ausstattung, G-Sensor, Beschleunigungssensor, der reagiert eben dann hier auf starkes Abbremsen, auf zum Beispiel auch Geschwindigkeitsunterschiede, ja, im ganz kleinen Bereich, sodass man wirklich hier alles festhalten kann. Und liebe Zuschauer, warum eine Dashcam selber besitzen, installieren im Auto oder warum eine Dashcam verschenken? Ganz einfach. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, Sie kommen damit in die Lage, damit Sie eben Unfallgeschehen oder auch Situationen, wo wirklich dann eben auch hier ein Bild gefragt ist, eine ganz klare Aussage, Sie kommen damit einfach in eine Situation, um das zu beweisen. Und wir kennen das alle, wie wir in Verkehrssituationen, möglicherweise kam es schon mal zu einem Blechschaden, ne? Und dann ist es halt einfach so, dann steht oft Aussage gegen Aussage, der Unfallgegner, der sagt einfach was ganz anderes, ne? Und so sind da einfach zwei Meinungen unterwegs. Polizei, Gerichte tun sich schwer, das alles dann wirklich auseinander zu klügeln. Und am Ende ist es so, es bekommt jemand womöglicherweise die Schuld, in dem Fall, liebe Zuschauer, Sie, der gar nicht schuld dran ist. Mhm. Und sowas nagt halt das wirklich dann auch an einem. Nicht nur Wochen und Monate, sondern eben auch Jahre. Und jetzt sehen wir gerade eben auch nochmal hier diese wunderbare Qualität dank Full HD, die unsere Dashcam hier leistet. Übrigens auch sehr lichtintensiv, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Ne? Wir haben jetzt etwa 16:30 Uhr, wird schon dämmerig. Um 17 Uhr ist es meistens komplett dunkel. Das heißt, wir fahren auch oftmals große Anteile des Tages in der Dunkelheit. Stimmt. Und da kann eben auch viel passieren, liebe Zuschauer. Die Straßen sind feucht, Laub ist auf der Straße. Wir haben jetzt schon erste Temperaturen, Null und Frost. Das heißt natürlich glatte Fahrbahnen, wenn der Schnee noch irgendwann dazukommt. All das sorgt dafür, dass das Fahren auf der Straße unsicherer wird. Und wir können es ja nicht sein lassen, wir müssen ja von A nach B. Deshalb, liebe Zuschauer, mit einer Dashcam macht man alles richtig. Sie kommen dann eben in eine Situation, um eben dann zu sagen, es hat sich genauso zugetragen, ich kann es beweisen, auf meiner Dashcam ist das Unfallgeschehen genau festgehalten. Oder aber, liebe Zuschauer, Sie verschenken die Dashcam an beispielsweise einen Fahranfänger oder auch an die Enkel, die viele, viele Strecken mit dem Auto unterwegs sind, zur Schule oder zum Studium. So sieht es aus. Also ich finde, für 75,95 € kann man natürlich auch gerne zugreifen und die mal verschenken, wie du schon gesagt hast. Zwei Objektive, die Sie hier für 75,95 € bekommen, mit dem Weitwinkel, Ultraweitwinkel sogar, und auch dem integrierten Sony-Sensor, haben Sie hier immer beste Sicht und das nicht nur nach vorn heraus, sondern vor allem auch nach hinten. Also für Fahrempfänger, für Sie, für das Fahrzeug, das Sie mit der Familie benutzen, ein absolutes Highlight und vor allem auch Sicherheit und natürlich auch geschonte Nerven, denn darum geht's. Andreas hat es kurz vorhin schon mal gesagt. Stellen Sie sich vor, Sie würden zu Unrecht in irgendeine Situation verwickelt werden und würden da etwas zahlen, was Sie eigentlich gar nicht zahlen müssen. Das würde Sie unfassbar ärgern. Deshalb greifen Sie zu mit der NX4507 und der 569. Wir zeigen Ihnen natürlich gerne auch noch weitere Dashcams, die wir heute hier für Sie vorbereitet haben. Andreas, du hast aber nur die besten rausgesucht, oder? Nur die besten haben wir heute dabei, liebe Zuschauer. Warum sollen Sie sich mit weniger zufrieden geben? Vor allem haben Sie eben auch bei der besten Qualität immer die Sicherheit, dass die Dashcam wirklich hier in jedem Bereich funktioniert, in jeder Situation. Und da muss man sich ja auch drauf verlassen können. Und deshalb haben wir genau auch die zweite Dashcam jetzt in diese Sendung mit aufgenommen. Und hier haben wir noch mal eine Erweiterung. Und zwar, wir haben jetzt hier zwei Kameras. Nicht nur zwei Objektive, sondern zwei Kameras. Eine Kamera, das ist die hier, die befindet sich auf der Rückseite, wo auch hier das Display ist für den Fahrzeuginnenbereich oder eben auch für hinter dem Fahrzeug. Und die andere Kamera zeige ich Ihnen hier, die befindet sich hier im Frontbereich und die zeichnet natürlich alles im vorderen Bereich auf. Und man muss natürlich ganz klar sagen, wenn wir sowas hier haben, zwei Kameras, ne, beziehungsweise zwei Objektive, dann haben wir halt wirklich eine 360-Grad-Abdeckung, so einen Rundumschutz, wo wir wirklich sagen können, rund ums Fahrzeug wird alles aufgezeichnet und das bei jeder Fahrt. Und liebe Zuschauer, dafür ist genau hier die Qualität genau die richtige. Auch hier Full-HD-Aufnahmen, also wirklich die beste Bildqualität. Und das Schöne ist, wir haben hier noch einen größeren Bildwinkel bei der Kamera. Das heißt hier ganz, ganz ideale Panoramasicht beispielsweise auch, wie du hast vorher gesagt, wenn man beispielsweise in Urlaub fährt, jetzt Winterurlaub oder auch mal im Sommerurlaub, dann kann man hier eben auch richtig tolle Aufnahmen machen. Die Installation der Dashcam, die funktioniert genauso einfach wie beim vorherigen Modell. Einfach mit der Saugnapfhalterung genau da im Auto befestigen, wo Sie sagen, Mensch,
Mensch, da passt die sehr gut hin und da ist auch meine Sicht nicht beeinträchtigt. Und dann ist es so, jedes Mal, wenn Sie ins Auto einsteigen, wird die Dashcam automatisch aktiviert. Also Sie brauchen da nichts anschalten, nichts einstellen. Das ist schon mal mit eine ganz wichtige Funktion. Das heißt, wenn man hier mal ganz kurz zum Supermarkt fährt, nur ein paar Kilometer oder auch mal dann die Tour zur Arbeit oder auch mal die Familie besucht. Man braucht sich keine Gedanken machen. Es ist tatsächlich so, ne, dass man einfach nur den Zündschlüssel rumdreht, Dashcam ist an und dann wird die Fahrt hier aufgezeichnet. Also möchtest du uns damit quasi auch mitteilen, dass wenn Sie zu Hause Ihre Dashcam integriert haben, dass man das einfach gar nicht so im Alltagsgeschehen quasi merkt, dass man aber weiß, dass man diese Sicherheit immer mit sich fahren hat, genau. Was uns natürlich ein gutes Gefühl bringt. Dass es ganz, ganz schnell und oft natürlich auch zu Unfallsituationen kommen kann, das wissen Sie selbst auch. Aber wir haben natürlich auch mal so ein paar Videos für Sie rausgesucht, ja. Andreas. Und da sieht man, wie schnell, oh guck Gott, mal, geht schon sowas los passieren hier, ne? Kann. Das war wirklich, das ist wirklich haarscharf. Ne? Und dass da nicht mehr passiert ist, beide Autos haben sich ganz leicht touchiert. Und jetzt ist die Frage, wer war es? Jetzt natürlich passend oh je, zur Jahreszeit oh Gott, oh hier Gott. Im Dunkeln. Ne? Da fährt einer zu weit raus, hat den anderen nicht gesehen, nichts passiert. Auch hier jetzt Fahrradfahrer. Ist immer eine ganz, ganz schwierige Situation. Ne? Das Geht war auch scharf. Wieder gut aus. Aber man muss ganz klar sagen, liebe Zuschauer, wenn es mal nicht gut ausgeht, dann ist man mit der Dashcam auf einer sicheren Seite. Denken Sie bitte hier unbedingt an junge Leute, die den Führerschein noch nicht so lange haben. Denken Sie an Ihre Enkel, an Studierende, die möglicherweise jetzt auch lange Strecken zur Universität mit dem Auto oh fahren müssen. Denken Sie natürlich aber auch daran, jedes Fahrzeug mit der Dashcam auszustatten. Ja, Gott. Winter, guck mal hier, ne? Das ist natürlich das beste Beispiel. Fahrzeug kommt ins Rutschen, kennen wir alle, kann uns alle passieren. Der Räumdienst kommt nicht hinterher. Es kommt zu einer schwierigen Situation. Mit einer Dashcam, liebe Zuschauer, können Sie wirklich nachweisen, wie ein Vorfall eben passiert ist. Und man muss natürlich auch sagen, wenn die Straße nicht geräumt war oder wenn irgendwas ist, dann kann man halt auch sagen, schauen Sie, da waren andere Umstände eben auch noch da, die dazu beigetragen haben, dass es eben zum Unfall kam. Ja, Sie sehen, dass natürlich gerade auch bei Dunkelheit oder auch in alltäglichen Situationen einfach unfassbar viel passieren kann. Egal wie voraussichtlich Sie auch fahren und egal wie vorsichtig Sie fahren, wir müssen immer mit den Fehlern der anderen rechnen. Die Presse ist auch hier auf unsere tolle Dashcam gestoßen und hat diese einfach für Sie mal gecheckt. Denn GripCheck sagt, Fazit, Dashcam, Roadmovie, Unfallrekorder. Alles in einem. Und auch hier haben wir natürlich wieder eine Presseauszeichnung. Grip, das Motormagazin, das kennen Sie zu Hause. Andreas kennt es, ich kenne es. Das ist natürlich auch eine Hausnummer, wenn wir hier dann ausgezeichnet werden. Ganz genau, liebe Zuschauer. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen hier, die Grip-Redakteure. Und das ist natürlich dann das Beste mit, ne? Wenn wir tatsächlich von Externen auch gesagt bekommen, jawohl, ne, die Dashcam macht genau das, was sie soll. Wirklich eine richtig tolle Qualität. Nochmal für Sie, wir haben auch hier richtig tolle Hardware drin. Ein Sony-Sensor. Das ist eben auch hier wunderbar. Da kann man sich einfach drauf verlassen, wenn man sowas im Auto hat. Und nochmal, liebe Zuschauer, Sie werden mit so einer Dashcam, die eignet sich natürlich auch wunderbar als Geschenk, jeder, der eine Dashcam im Auto hat, wird eben in die Situation, in die Lage versetzt, zu beweisen, wie sich etwas zugetragen hat. Und das kann natürlich in der Stadt passieren, das kann auf einer Landstraße passieren oder auch auf einem längeren Trip, wenn man jetzt gerade um die Weihnachtszeit die Familie besucht, also wirklich dann 150, 200 Kilometer teilweise ja. auch schon unterwegs ist, ne? Dann braucht man einfach auch diese Sicherheit. Und wir wollen ja alle nicht zu Unrecht beschuldigt werden, ne? Und wenn Aussage gegen Aussage steht und mein Unfallgegner behauptet halt was anderes, dann tun wir uns immer schwer, das Gegenteil zu beweisen. Mit einer Dashcam kann ich es beweisen. Übrigens ist ja auch vor Gericht zugelassen. Ne? Seit Mitte 2018 ist es so, dass das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, jawohl, eine Dashcam ist bei der Polizei, bei der Versicherung und vor Gericht als Beweismittel zulässig. Ralf sagt ja auch immer, wenn jeder im Fahrzeug eine Dashcam hätte, dann würde es die Drängler und die Raser gar nicht mehr geben, oder? Alle Menschen würden ganz brav Auto fahren. Alle Menschen würden ganz brav Auto fahren. Und das ist einfach das Schöne. Mit der Dashcam, die Sie sich nach Hause holen, holen Sie sich natürlich auch Sicherheit einfach in Ihr Fahrzeug, weil Sie ganz entspannt Auto fahren können, weil Sie wissen, dass wenn Situationen auftreten sollten, wo vielleicht irgendein Sachverhalt nicht ganz klar ist, Sie einfach hier diese Aufnahmen haben, die ja auch gerichtlich zugelassen werden können. Das hat der Andreas gerade schon gesagt, wenn Sie diese denn dann zeigen. Wir liegen hier bei 123,45 Euro, Andreas. Wenn man da jetzt mal so ein bisschen Pi mal Daumen rechnet, der kleinste
Kratzer am Fahrzeug. Ist teurer als 123,45 Euro. Und vor allem die Nerven, die man mit so einer Dashcam schont, im Fall der Fälle, und da klopfen wir wirklich nochmal auf Holz, dass Ihnen natürlich nichts passiert, aber im Falle dessen, dass mal was sein sollte, hat sich das ja mehr als doppelt, dreifach, zehnfach amortisiert, oder? Ganz genau, so ist es. Der kleinste Kratzer, ein Ölwechsel, das wissen Sie selber, liebe Zuschauer, der liegt bei rund 100 Euro, 130 Euro, je nach Auto. Das ist ein Ölwechsel, das ist was ganz Banales. So ein Schaden am Auto, das wird richtig teuer. Das geht heutzutage mit diesen Autos tatsächlich gleich in die 2.000, 3.000 Euro. Mhm. Da ist man gleich dabei. Das heißt, einmal hier investieren in eine Dashcam, die Sie auch dann für Jahre begleitet. Und dann sind Sie einfach auf der sicheren Seite. Egal, was passiert, Sie können immer ganz genau nachweisen, wie sich etwas zugetragen hat. Und das ist es doch, oder? Sie wollen doch sicher fahren. Sie wollen sich doch nicht ärgern. Ich meine, Sie sind auch schon mehrere Fahrten im Fahrzeug gewesen, sind mehrere Kilometer schon gefahren und haben auch schon Dinge gesehen. Ach, das glaubt einem ja auch keiner, wenn man davon erzählt, was man da alles auf den Straßen immer und immer wieder sieht. Ich erinnere mich da auch an eine Situation, auch da war Schnee, eine Baustelle, ich sag's Ihnen, alle sind langsam gefahren, außer ein Raser. Das ist einfach ärgerlich. Deshalb greifen Sie hier zu und bestellen Sie mit der NX4498, der 569 für 123,45 Euro Ihre Dashcam. Was natürlich wichtig ist, ist, dass wir auch Speichermedien haben, denn die Aufnahmen sollen ja nicht in der Luft verschwimmen, sondern die sollen natürlich festgehalten werden. Genau, Speicherkarten haben wir auch hier, liebe Zuschauer, zwei Größen. Da suchen Sie sich bitte die richtige dann raus. 32 GB, 64 GB passen grundsätzlich beide in unsere Dashcam. Wenn Sie sagen, jawohl, ich möchte meine Daten da länger drauf lassen, ich möchte einfach auch mehr Platz haben, um auch mich um Monate gar nicht mehr um meine Speicherkarte zu kümmern, dann nehmen Sie die 64 GB. Ansonsten haben wir hier auch 32 GB in Tensorqualität. Übrigens auch ganz hilfreich für ein Smartphone, ne? Oder auch für eine andere Digitalkamera. Die dürfen Sie gerne in Kombination mit Ihrer Dashcam bestellen, aber natürlich auch alleine für die Digitalkamera, wie Andreas schon gesagt hat, oder das Smartphone für 9,45 Euro mit der Bestellnummer ZX2274 der 569 hier gleich zum Hörer greifen und gerne in Kombination oder einzeln bestellen. Wir haben übrigens auch die Premium-Qualität noch in einer größeren Größe für Sie heute hier mit in der Sendung. Das wäre mein Tipp. Also mein Tipp wäre 32, liebe Zuschauer, 32 GB. Klar, das ist schon ganz passabel, aber 64 GB ist sensationell. Gerade bei dem Preis 14,20 Euro hier, 64 GB. Da kann man sich jetzt auch mal eindecken und gut und gerne zwei, drei mitnehmen. Vielleicht dann eben auch, um die auszuwechseln zur Datensicherung oder auch nochmal fürs Smartphone. Deshalb gerne zugreifen hier für 14,20 Euro mit der Bestellnummer ZX2275 der 569. Sie sehen, eine Dashcam ist unfassbar wichtig für Sie, für Ihr Auto, für Ihre Liebsten, gerade wenn Sie da viel unterwegs sind, dass Sie natürlich auch die Sicherheit haben, zu wissen, dass Sie einfach hier immer mit der Dashcam gestochen scharfe Aufnahmen haben, sowohl vorne als auch hinten, natürlich aus dem Auto heraus, für den Fall der Fälle, dass sich mal was auf der Straße irgendwo ereignen sollte. Jetzt möchten wir Ihnen aber natürlich auch noch weitere Highlights vorstellen, denn der Winter, der hat ja so seine Tücken und deshalb machen wir das Auto natürlich nicht nur sicher, sondern vor allem auch wind- und wetterfest und winterfest, kann man an dieser Stelle auch sagen. Ja. Denn Andreas, es ist ja so, dass gerade im Winter vielleicht mal, weil es so kalt ist, die Batterie schwergängig ist. Hatte ich heute Morgen mit meinem Auto, habe ich ganz, ganz schwer angekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und dann ist es so, man steht alleine da und denkt sich auch, wie kriegt man das denn jetzt hin? Du hast da tolle, spannende Produkte mitgebracht, die du uns jetzt heute hier vorstellen Richtig, wir haben genau die richtigen Helfer, liebe Zuschauer, und wir steigern uns. Und wir fangen an mit einem Batteriemonitor. Das heißt, Sie können mit diesem Batteriemonitor tatsächlich hergehen und können die Batterie schon vorab im Auge behalten. Das heißt, Sie wissen jetzt, sobald Sie das bei sich im Auto anbringen, jeden Tag Bescheid, sobald Sie einsteigen, Mensch, was ist denn mit meiner Batterie los, weil Sie einfach nachgucken können. Dieser Batteriemonitor, der sieht im Grunde so aus, das ist hier so ein kleiner Sender, der wird an Ihre Autobatterie angeschlossen. Genau, das geht auch ganz, ganz einfach. Es sind diese zwei Kabel, zeige ich Ihnen aber auch gleich, wie es geht. Und der hier, der verfügt über eine Bluetooth-Verbindung und hier habe ich dann mein Smartphone, liebe Zuschauer, und auf dem Smartphone habe ich dann, respektive Sie, Ihre App installiert. Und auf dieser App hier können Sie dann immer wunderbar nachgucken, was ist denn mit meinem Auto, mit meinem Monitor los? Ne? Und wir senden hier ein Signal. Wir haben, liebe Zuschauer, bei uns im Auto hier schon einen angebracht und ich möchte Ihnen das mal zeigen. Ich gehe einfach mal schnell rüber und dann gucken wir uns das Ganze im Fahrzeug an. Die Installation hier
Die ist ganz einfach. Wir haben einmal hier ein rotes Kabel, einmal ein schwarzes Kabel, einmal eben an den Pluspol des Fahrzeugs und einmal an den Minuspol. Und da können Sie das Ganze auch noch einfach mit einem Kabelbinder oder auch mit einem doppelseitigen Klebeband direkt hier auf der Batterie befestigen. Das ist das Kästchen. Misst hier, überwacht jetzt die Batterie, misst also die Spannung und sendet das Ganze hier direkt live an diese App, die wir hier haben. Also im Grunde eine wirklich ganz, ganz einfache Angelegenheit. Und wir haben dadurch einfach, wenn Sie jetzt ins Fahrzeug reingehen, wenn Sie da drin sitzen, wenn Sie im Haus sind, können Sie einfach auch nachgucken, wenn das Auto schon unten steht. Ne? Aha, guck mal hier, ich habe hier wunderbar 12,8 Volt. Also mit meiner Batterie ist alles in Ordnung. Warum ist das wichtig, liebe Zuschauer? Einfach, damit Sie rechtzeitig Bescheid wissen. Weil wenn die Spannung hier irgendwann mal sinkt, beispielsweise auf 12,3 Volt, das ist ein ganz kritischer Punkt, dann müssen Sie sich Gedanken machen, was ist denn mit meiner Autobatterie? Dann müsste auch mal eine Werkstatt drauf gucken. Also das ist ganz, ganz hilfreich, wenn man sowas hat. Weil normalerweise im modernen Auto kann man das gar nicht mehr so überprüfen. Früher hatten Autos eben noch so eine Spannungsanzeige der Batterie. Heute ist das aus der Mode gekommen. Und noch eine ganz tolle Funktion hier von unserem Batteriewächter ist hier, ich kann hier beispielsweise die Ladespannung, einen Ladetest machen. Und das ist ganz hilfreich, um zu überprüfen, ist meine Lichtmaschine in Ordnung. Ganz oftmals ist es so, wenn die Batterie schlapp macht im Auto, wäre die eigentlich noch gut gewesen, aber die Lichtmaschine war schuld, weil die einfach nicht mehr die beste ist oder weil die kaputt gegangen ist. Und hier kann ich einen Ladetest der Lichtmaschine durchführen. Das heißt, auch hier bin ich in die Lage versetzt, einfach mal so peu à peu immer mal wieder mit einer Woche Abstand nachzugucken, Mensch, lädt denn die Lichtmaschine die Batterie noch ausreichend auf? Das ist natürlich spannend. Wir sind hier bei 28,45 Euro TV-Sonderpreis bei unserer Kfz-Batterie-Wächter-Anzeige, die Sie jetzt heute hier bekommen. Und Andreas, auch gerade hier die Bluetooth-Kompatibilität, sprich also die Möglichkeit mit der kostenfreien App, alles vor allem auch mal ganz bequem und entspannt von zu Hause aus zu analysieren und sich anzuschauen, ist natürlich toll. Das ist sensationell, weil es ist ja so, eine Autobatterie, die meldet sich ja nicht vorher. Wenn wir ins Auto einsteigen, dann sagt die ja nicht irgendwann, du, übrigens, übermorgen, da kann ich nicht mehr, da gehe ich kaputt. Ne? Das ist wirklich hier, das ist immer ein Risiko. Wenn man im Winter morgens ins Auto steigt, das ist wirklich ein Risiko. Und um dem Risiko zu entgehen und einfach schon im Vorfeld zu überprüfen, ist denn mit meiner Batterie alles in Ordnung, habe ich hier den Batteriewächter. Wenn mit meiner Autobatterie alles okay ist, dann sagt der mir, alles in Ordnung, ne? Ich habe immer auch die Voltanzahl. Im anderen Fall, sollte irgendwas nicht stimmen, dann wird mir eben das auch schriftlich dort angezeigt. Dann wird mir auch gesagt, nein, Batterie niedrige Spannung oder auch, Achtung, Batterie kontrollieren, da muss was gemacht werden. Und das heißt, man kann dann rechtzeitig vorher eine Werkstatt aufsuchen und sagen, bitte guck mal auf die Batterie hier, mein Batteriewächter hat gesagt, da stimmt was nicht. Und dann können die das Problem, dem Problem nachgehen. Und vor allem das Wichtigste ist, ich stehe morgens nicht ohne Batterie da. Ne? Ich bin einfach sicher, wenn die Werkstatt rechtzeitig drauf guckt, ne, dann läuft mein Auto. Und genau darum geht's. Das Auto läuft, Sie kommen natürlich zu all Ihren wichtigen Terminen. Sie haben hier einfach immer alles im Blick und das für 28,45 Euro. Klein, fein, unscheinbar, aber oho, kann man an dieser Stelle wirklich sagen. Es geht um Sie, es geht um Ihren Komfort und es geht vor allem natürlich auch um Ihr Geld, gerade auch in puncto Autobatterie und auch um Ihre Nerven. Ja. Deshalb greifen Sie hierzu mit der ZX1689 der 569, der ZX1689 der 569 bei Ihrem Kfz-Batteriewächter, den Sie heute hier bekommen, der natürlich auch mit kostenfreier App für Android-betriebene, aber auch iOS-betriebene Smartphones zu Ihnen kommt. Wir kümmern uns rund um das Thema Auto. Wir durften Ihnen zu Beginn der Sendung übrigens auch schon tolle Dashcams vorstellen und die dazu passenden Speicherkarten. Finden Sie alles nochmal unter www.pearl.tv. Falls Sie da gerne nochmal nachschauen wollen, machen Sie das gerne online und bestellen Sie auch hier den Kfz-Batteriewächter gleich mit dazu für 28,45 Euro. Ist vielleicht aber auch ein nettes, tolles, kleines Geschenk zum Beispiel für Ihre Kinder, Ihre Enkel, die zum Beispiel auch die ersten Fahrzeuge haben. Wir machen weiter und kümmern uns um das Thema, was ich eben schon angesprochen habe. Was ist denn jetzt aber gemäß dem Fall, die Batterie streikt? Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wenn es wirklich soweit ist und das Auto springt nicht mehr an, weil die Batterie sich über Nacht verabschiedet hat oder man ist mal unterwegs gewesen, besucht Freunde, Familie, jetzt gerade ist es ja auch wieder so die Zeit, wo man unterwegs ist, liebe Zuschauer. Sie möchten dann abends um 23 Uhr, 24 Uhr nach Hause fahren und das Auto springt nicht mehr an. Mhm. So, jetzt muss man sich natürlich irgendwie helfen. Früher hat man das gemacht mit einem Starterkabel, man hat aber immer dann eben noch ein zweites Auto gebraucht. Heute, liebe Zuschauer, haben wir hier für Sie in dieser Sendung eine Powerbank mit Kfz-Starthilfe.
Tafelfunktion. Und ich glaube, Sie haben es schon entdeckt, hier sind diese typischen Krokodilsklemmen. Die kennen Sie, wenn Sie ein Auto schon mal fremd gestartet haben, wenn es schon mal Starthilfe benötigt hat. Und das hier ist unsere Powerbank. Und einfach, um Ihnen das mal zu zeigen, die kommt hier in diesem wunderbaren Koffer, ist also immer aufbewahrt, alles ist sortiert, alles ist wirklich aufgeräumt, kommt die zu Ihnen nach Hause. Und wir haben nicht nur eine Powerbank mit Starthilfefunktion, wir haben auch, und das ist richtig toll, eben auch schon mal hier viel Zubehör dabei, um beispielsweise einen Laptop zu betreiben, ein Notebook aufzuladen oder natürlich auch ein Smartphone aufzuladen. Also wir haben hier auch die klassische Powerbank-Funktion. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das macht sich doch richtig gut im Auto, dann liegen Sie vollkommen richtig. Und wenn Sie die im Auto haben, haben wir hier noch ein ganz tolles Zubehörteil. Sie können diese Powerbank nämlich direkt über den Zigarettenanzünder während der Fahrt wieder aufladen. Wow. Die können Sie also immer im Auto lassen. Die muss gar nicht ins Haus mitgenommen werden. Jetzt aber zur Kfz-Starthilfe. Mhm. So, wie macht das diese Powerbank? Die das? Na, das ist total genial, liebe Zuschauer. Das ist eine Sensation, wirklich. Sie müssen da gar nichts machen. Sie müssen einfach nur hergehen und dieses Kabel hier, die Krokodilsklemme, mit der Powerbank verbinden. Das geht übrigens nur in einer Richtung. Man kann das hier nicht verpolen. Geht nur in einer Richtung. Und dann gehen wir zum Auto rüber und starten direkt an der Batterie, machen wir weiter. Sehr gerne. So. Wie funktioniert das Ganze? Wir gehen hier so dran. Und auch hier, ich mache mal hier unseren Batteriewächter schnell ab. So. Soll ich den abnehmen? Nö, der ist da festgeschraubt auf der einen Seite. Dann haben wir einmal hier den Pluspol. Das heißt, wir gehen hier mit unserer Krokodilsklemme an den Pluspol und auf der anderen Seite gehen wir an den Minuspol. Schwarz an schwarz, rot an rot. So, und jetzt müssen wir gar nichts mehr machen. Die Powerbank erkennt jetzt automatisch, liebe Zuschauer, dass sie an eine 12-Volt-Autobatterie angeschlossen ist. Das heißt, ich kann die jetzt im Grunde hier ablegen, mich ins Auto setzen, den Zündschlüssel rumdrehen und dann läuft der Motor wieder an. Das ist genial. Weil nämlich diese Powerbank hier, die hat nicht nur 12.000 mAh Leistung oder 12 Amperestunden Leistung. Die hat auch hier den entsprechenden Start- und Ladestrom, um einfach hier diesen Motor anspringen zu lassen. Also das ist wirklich ganz genial. Das heißt, man braucht in Zukunft, liebe Zuschauer, keine fremde Hilfe mehr, um ein Auto zu starten, um Starthilfe zu geben. Sie können das alleine machen. Auch hier wäre ein ganz tolles Geschenk, finde ich, für Enkelchen, für Fahranfänger, die viel mit dem Fahrzeug unterwegs sind, die draußen parken. Kälte ist immer für eine Batterie, für eine Autobatterie, eine extreme Belastung, liebe Zuschauer. So eine Powerbank hier, die hilft. Vor allem, stell mir das auch gerade vor, Ihre Kinder, Ihre Enkel sind unterwegs. Sie fahren vielleicht auch zu Freunden, zu Bekannten, zu Familienmitgliedern mal mehrere hunderte Kilometer und sind alleine im Auto unterwegs. Da kann man ja auch mal nicht eben schnell vorbeifahren und sagen, hier, der Opa hat ein paar Krokodilsklemmen im Auto, ich komme dich mal eben überbrücken. Da ist das ja auch Sicherheit, die man verschenkt. Das ist auf jeden Fall Sicherheit. Gerade wenn man auch dann als Frau alleine unterwegs ist und du stehst dann da irgendwie auf einem dunklen Parkplatz, musst das Auto selber starten, musst jemand anders ansprechen und sagen, Entschuldigung, können Sie mir mal helfen. Lieber hier Sicherheit alleine helfen. Und liebe Zuschauer, Sie haben es gerade gesehen, das geht wirklich ganz einfach. Das kann wirklich jeder, egal ob Frau oder Mann. Einfach nur hier direkt an die Batterie mit der Krokodilsklemme, rot an rot, schwarz an schwarz und dann ins Auto setzen und den Zündschlüssel rumdrehen, weil diese Technologie in der Powerbank, die ist halt wirklich total schlau. Man muss hier nichts großartig einstellen. Das Einzige, was man wirklich machen muss, ist, man muss sie im Auto dabei haben. Man muss sie im Auto dabei haben und dafür sollte sie natürlich auch erstmal bei Ihnen zu Hause angekommen sein. Greifen Sie jetzt zu mit 75,95 € TV-Sonderpreis, dürfen Sie sich natürlich auch gern zwei bestellen. Ich finde gerade Andreas' Gedankengang sehr, sehr schön. Du hast es gesagt, die Fahranfänger, vielleicht auch die Enkelchen oder zum Beispiel auch Frauen, die einfach alleine unterwegs sind. Es kann so oft passieren und es sind natürlich gerade auch die Fahrzeuge vielleicht, die jetzt nicht das Familienauto sind, die jetzt technisch innovativ sind, sondern die Autos, die einfach ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Das erste Auto oder vielleicht auch der Kleinwagen von der Partnerin zum Beispiel. Also mir ist letzten Winter auch so gegangen, liebe Zuschauer, kennen Sie wahrscheinlich auch. Ich parke draußen, ich habe keine Garage, ich habe kein Carport. Auch ich bin morgens ins Auto eingestiegen, die Batterie hat sich nicht angekündigt und die Batterie war natürlich dann am Ende, die ging nicht mehr. Und ich musste dann auch erstmal jemanden suchen mit einem zweiten Fahrzeug, mit einem Starterkabel und dann musste man das Auto starten. Hätte ich so eine Powerbank im Auto gehabt mit der Krokodilsklemme, hätte ich mir alleine helfen können. Aber man ist ja immer erst danach schlauer, ne? Das stimmt. Deshalb dürfen Sie jetzt vorher schlau sein und mit der PX8830 der 569 zum TV-Sonderpreis
Preis bestellen. 75,95 Euro. Aber Andreas, da ist das komplette Set gleich schon mit dabei. Sprich, nicht nur die Notebook-Powerbank, sondern auch die ganzen Adapter und auch die Schatulle. Das ist halt das Geniale bei uns. Genauso wie du sagst, es ist das komplette Zubehör dabei. Du hast nicht einfach nur eine Powerbank fürs Auto, sondern du hast auch eine Powerbank für Smartphone, für einen Laptop, für jedes andere USB-Gerät. Also so ein richtig kleines Kraftpaket. Und jetzt im Winter halt speziell mit der Kfz-Starthilfefunktion nochmal richtig ideal. Richtig ideal ist auch der Preis, 75,95 Euro. Greifen Sie jetzt hier gleich zu mit der PX 8830 der 569 Ihrer Bestellnummer. Wir haben aber noch eine zweite Möglichkeit für Sie, dass Sie sich die einfach mal anschauen. Die ist jetzt ein bisschen kompakter, Andreas. Die ist ein bisschen kompakter, ja, aber die ist nicht weniger leistungsfähig. Die ist sogar noch ein bisschen leistungsfähiger. Oh. Warum, liebe Zuschauer? Sie haben wahrscheinlich schon entdeckt, die hat auch 12.000 mAh oder 12 Ampere-Stunden. Aber wir haben hier einen höheren Startstrom. Für eine Autobatterie. Das heißt, normalerweise ist es so, eine Autobatterie hat einen Startstrom von 300 Ampere. Jetzt gibt es natürlich so große SUVs, so schwere, starke SUVs oder auch Autos mit einem großen 6-Zylinder- oder auch 8-Zylinder-Motor. Liebe Zuschauer, da haben wir hier genau das. Oder auch Dieselmotor. Dieselmotoren haben auch mehr Ladestandung, mehr Stromspannung eben, Ampere einfach beim Starten und deshalb hier leistungsfähiger. Das ist hier unsere ganz neue im Programm. Die sieht so aus. Auch die, liebe Zuschauer, hat die Funktion Powerbank. Also zum einen, ich habe hier USB-Anschlüsse, übrigens auch schon Quick Charge, also hier als Schnellladefunktion. Wir haben auch USB-C hier unten, um beispielsweise Apple-Laptops aufzuladen und zu betreiben. Aber wir haben natürlich, und das ist eben das Schöne hier nochmal speziell, die Kfz-Starthilfe-Funktion. Und auch das funktioniert ganz einfach. Einfach nur hier anstecken, mit unseren Krokodilsklemmen ans Auto und das Auto ohne fremde Hilfe starten. Und liebe Zuschauer, nochmal der Unterschied zur Powerbank zuvor ist, wir haben hier einen höheren Startstrom, also für Dieselfahrzeuge, für große Motoren V6, V8 oder eben auch für schwere SUVs. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Danke, dass du es nochmal hier kurz zusammengefasst hast. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Benziner habe, einen Kleinwagen zum Beispiel, dann war die erste Notebook Powerbank auch hervorragend. Ja. Haben Sie einen Diesel, haben Sie einen schweren SUV? Oder 6- oder 8-Zylinder, dann jetzt bei der Variante zugreifen. Die ist brandneu hier bei uns im Programm. Sie dürfen zugreifen, dann kommt natürlich die nächste Lieferung gleich zu Ihnen. Sie sehen es unten eingeblendet. Ein paar Tage warten wir noch auf die und dann kommt die endlich da an. Gehen Sie da hier gleich in die Leitung und bestellen Sie schon mal vor. Wir hören gerade von der Redaktion, die Vorbestelllisten sind nämlich schon rappelvoll. Nicht, dass Sie die dann nicht mehr bekommen, weil ich weiß, dass bei der jetzt ganz viele zugreifen werden. Ja, das muss man auch sagen. Das ist ideal, die ist ideal. Schauen wir bitte auf den TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer. 73,10 Euro. Extrem leistungsfähig. Man muss ja immer sehen, was bekommt man nach Hause. Sie haben zu Hause die Powerbank. Sie bekommen die Krokodilsklemmen. Also die Starthilfefunktion fürs Auto dazu. Für jedes Auto grundsätzlich. Und dann haben Sie noch dabei, ich nehme das Kabel mal wieder ab, eben hier ganz ultramodern USB-Anschlüsse, USB mit Quick Charge, also Schnellladefunktion. Sie haben mit dabei USB-C, eben auch dann um Apple-Geräte, Apple-Notebooks, MacBooks hier aufzuladen. Und das ist eben hier dann unfassbar komfortabel. Auch hier extrem leistungsfähig, weil diese Powerbank, liebe Zuschauer, die kann den Ladestrom auch intelligent steuern. Das heißt hier halt wirklich die Geräte schnell aufladen und nicht so im Schneckentempo, wie man es vielleicht vom normalen Netzteil gewohnt ist. Aber Sie sehen, trotz dass diese Powerbank und Kfz-Starthilfe brandneu bei uns ist, haben wir hier einen unfassbar günstigen Preis für Sie gemacht. Von 73,10 Euro, somit über 50% zur UVP gespart. Hier heute für Sie zum TV-Sonderpreis mit der Bestellnummer ZX3000 der 569 bestellen. Andreas, ich wiederhole noch mal kurz. Für Dieselmotoren, für 6- oder 8-Zylinder oder vor allem auch für schwere SUVs empfiehlst du diese brandneue Powerbank. Die Vorbestelllisten, meine Damen und Herren, sind schon weitestgehend wirklich voll. Deshalb hier noch die letzten Plätze sichern, damit Sie hier gegen Mitte Dezember Ihre Notebook-Powerbank dann gleich natürlich auch empfangen dürfen. Die kommt mit allen zahlreichen Zubehörelementen zu Ihnen. Ob Sie Krokodilsklemmen sind oder selbstverständlich natürlich auch hier diese tolle kleine Box, die wir haben, diese kleine Schale, wo Sie die dann schön aufbewahren können. Wir bleiben mal beim Thema Batterie. Ja. Und Andreas, manchmal muss es ja auch gar nicht so weit kommen, oder? Richtig, genau. Also der Autobatterie, Sie sehen es, liebe Zuschauer, der kann man gar nicht genug Aufmerksamkeit widmen. Und jetzt kommt was, das ist wirklich für jeden. Egal, liebe Zuschauer, ob Sie Ihr Auto in der Garage parken oder sonst irgendwo oder
der Winter ist für eine Autobatterie immer wirklich eine Tortur, weil sie setzen sich ins Auto, sie machen das Licht an, sie machen das Radio an, sie machen die Sitzheizung an, die Lenkradheizung, die Klimaautomatik läuft. Also all diese Komfortfunktionen. Aber diese Komfortfunktionen belasten eine Autobatterie im Winter extrem. So, es kann also uns allen passieren, dass wir davon überrascht werden, dass die Autobatterie in die Knie geht, schlapp macht und wirklich dann tot ist und nicht mehr funktioniert. Und da kommt jetzt hier unser Solarladepanel hier ins Spiel, weil das ist total genial. In Zukunft, überall, wo Sie stehen, überall, wo Sie parken, liebe Zuschauer, auf dem Supermarktparkplatz, draußen auf der Straße, auf dem Hof oder wenn Sie die Familie besuchen, beim Friseur, egal. Sie machen Folgendes, Sie legen dieses Solarladepanel hier vorne aufs Armaturenbrett. Sie können auch hier mit diesen Saugnäpfen das Panel direkt an der Scheibe befestigen von innen. Und dann schließen Sie das Solarpanel hier am Zigarettenanzünder an, über diesen Stecker hier an die 12-Volt-Steckdose. Und jetzt passiert Folgendes. Die Autobatterie wird durch Tageslicht hier, durch dieses Solarpanel im Stand aufgeladen. Das ist eine Sensation. Braucht wirklich jeder. Das müsste eigentlich normalerweise zur Standardausrüstung von einem Auto gehören, gerade im Winter, weil es ist halt wirklich so, die Lichtmaschine schafft oftmals nicht, liebe Zuschauer, gerade wenn man in der Kurzstrecke fährt. Also wenn Sie jeden Tag so maximal immer kurze Strecken von 10 Kilometer fahren, ne? 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück, 2, 3, 4, 5, 6 Kilometer, dann reicht die Spannung nicht, dann reicht der Ladestrom der Lichtmaschine nicht, um eine Batterie wirklich hier wieder voll aufzuladen. Das heißt, die Batterie wird immer weniger, der Füllstand immer weniger Kraft steht zur Verfügung. Und dieses Solarpanel, das sorgt dafür, dass die Batterie ständig geladen wird. Nicht nur beim Fahren. Beim Fahren macht es die Lichtmaschine, sondern eben auch im Stehen, wenn Sie parken. Das ist ein richtig tolles Geschenk für jeden Autofahrer und natürlich auch speziell für Menschen, die keine Garage haben, die kein Carport haben, wenn das Auto draußen steht. Für 24,65 Euro, Andreas, super günstig, oder? Wirklich, das ist, liebe Zuschauer, der Preis für die Leistung, die Sie hier bekommen, für dieses tolle Gadget, das bringt Sie sicher durch den Winter. Und wir haben ja auch noch eine zusätzliche Funktion. Wir können das auch nehmen für Sommerfahrzeuge, für Cabrios, für Reisemobile hier beispielsweise, für Oldtimer. Weil wir können das Panel einfach durch den Stecker, der hier mit dabei ist im Lieferumfang, auch sozusagen an Saisonfahrzeuge anschließen und laden. Wir schauen uns doch gerne auch mal an, was die Presse dazu sagt, denn Sie freuen sich ja immer über Zertifizierungen und hier sehen Sie eine top aktuelle Empfehlung, eine Empfehlung der Redaktion mit dem Fazit, praktischer geht es kaum. Ein Ladegerät in der Größe eines Tablets, das immer mit an Bord des Fahrzeugs und jederzeit griffbereit ist, wenn die Batterie schlapp macht, ist der Hammer. Das Solarpanel ladet die Autobatterie ziemlich flott auf. Ein wirklich praktisches Gerät, das in jedem Auto Platz hat. Also da muss ich der Presse definitiv recht geben. Dankeschön, Autotipp übrigens, für diese brandaktuelle Auszeichnung. Das ist aber auch ein brandaktuelles Top-Produkt, das gerade jetzt in der Jahreszeit natürlich nicht fehlen darf. Hammer, kann ich da wirklich nur sagen, oder? Es ist wirklich so. Gerade, liebe Zuschauer, es ist auch wieder wunderbar für Menschen, die keine Ahnung von Autos haben, die keine Ahnung von Technik haben, die auch immer so gleich die Alarmglocken angehen, wenn irgendwas mit dem Auto ist, liebe Zuschauer. Mhm. Hier können wir dieses Problem, schlappe Autobatterie, gleich von vornherein vermeiden. Also ich vermeide wirklich, dass ich mich morgens ins Auto setze und die Autobatterie ist leer. Ich kann das Auto nicht mehr starten, einfach dadurch, dass ich dieses Panel bei jedem Stopp des Fahrzeugs vorne auf dem Armaturenbrett einfach drauflegen oder eben an der Scheibe befestigen und dann lädt dieses Panel die Autobatterie ständig auf. Das ist wirklich eine sensationelle Funktion. Zu dem Preis, liebe Zuschauer, unbedingt zugreifen, gerne auch mehrmals. Mit der NC5920 der 569 Ihrer Bestellnummer, Andreas, du hast es gesagt, für das eigene Fahrzeug, gerade natürlich, wenn Ihr Fahrzeug zum Beispiel auch draußen steht, bezüglich der Temperaturen, du hast gesagt, Sommerfahrzeuge, Oldtimer zum Beispiel, Wohnmobile, sollten jetzt hier ausgerüstet werden und vor allem hast du einen ganz wichtigen Satz an Sie zu Hause hier natürlich losgelassen. Und das ist der, dass du findest, dass dieses Solarladegerät für Autobatterien im Standardsortiment eines jeden Fahrzeuges aufgenommen werden sollte. Und deshalb rüsten Sie nach, lassen Sie es sich von Andreas gesagt sein. Und vor allem, es ist ja auch einfach so, wie Murphys Gesetz es möchte, geht das Auto immer nicht dann an, wenn Sie es eilig haben oder wenn Sie sowieso schon in Verzug sind oder auf einen Termin ganz, ganz lang schon hinwarten. 24,65 Euro und das Ganze ist im wahrsten Sinne des Wortes Schnee von gestern mit der Bestellnummer NC5920 der 569 dürfen Sie jetzt zugreifen. Ja, wir haben uns natürlich hier um Ihre Sicherheit gekümmert im Punkto Dashcam. Wir haben Ihnen ganz, ganz tolle Hilfen für Ihre Autobatterie gezeigt. Jetzt kümmern wir uns mal darum, dass die Finger niemals mehr kalt werden, oder? Ja, und wie passiert sowas, liebe Zuschauer?
Sie kennen das, gleich morgens früh beim Scheibekratzen. Ja. Also Scheibenkratzen ist wirklich hier das Ärgerlichste und Nervigste überhaupt, gerade im Winter. Ne? Und dann hast du den Schnee überall, geht auch dann immer hier in die Ärmel rein. Kennst du das? Liebe Zuschauer, es gibt viele verschiedene Scheibenabdeckungen. Wir haben hier eine Premium-Scheibenabdeckung für Sie. Das bedeutet, die ist richtig groß, die ist ganz leicht anzubringen und die hält dann wirklich hier die Scheiben am Auto, gerade die wichtigen Scheiben vorne und an der Seite, eisfrei. Und ich würde sagen, wir zeigen sie Ihnen. Die kommt nach Hause in diese Aufbewahrungstasche zu Ihnen. Also die hat auch ihr eigenes Zuhause, ist immer wunderbar weggepackt. Und jetzt würde ich sagen, wir holen die einfach mal raus, Vivian. Mhm. Und wir zeigen unseren Zuschauern, wie schnell die eben auch angebracht ist. Sehr gerne. Gehen wir mal zum Auto rüber. Jetzt zeige ich dir hier mal, das ist deine Seite. Mhm. Jawohl, das ist meine Seite. Jetzt ziehen wir die einfach hier so von vorne drüber. Aber das geht auch alleine, oder? Das geht auch absolut alleine. Machst du dann halt erst eine Seite, dann die andere Seite. Wenn wir jetzt zu zwei machen, geht es ein bisschen schneller. So, jetzt hier einmal um die Außenspiegel, ganz wichtig. Und dann ziehen wir hier bis zu den Scheibenwischer runter. Und da haben wir jetzt die Wahl, liebe Zuschauer, bei den Scheibenwischer. Schauen Sie mal. Richtig genial. Das heißt, wir können die Scheibenwischer jetzt hier unten auf der Abdeckung ablegen. Das heißt, die Abdeckung ist durch die Scheibenwischer zusätzlich gesichert. Und die Scheibenwischer, dieser empfindliche Gummi, der kann nicht mehr auf der Scheibe anfrieren. Sie könnten aber auch Folgendes machen. Sie könnten auch, wenn Sie mögen, sagen, Mensch, ich ziehe die ganz, ganz runter, die Scheibenabdeckung, und könnten die Scheibenwischer dann eben auch schützen. Das ist, wie Sie das möchten, wie Sie sagen, Mensch, so habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Die ist auf jeden Fall groß genug und geht wirklich hier von unten, von der Motorhaube, von den Scheibenwischer bis ganz hoch zur Dachkante. Dann die Außenspiegel hier, die sind jetzt mit integriert bei unserer Abdeckung. Das ist halt wirklich das Highlight. Das heißt, auch die Außenspiegel, die sind einfach eisfrei. Man muss da nicht drauf rumkratzen und die möglicherweise beschädigen und zerkratzen, liebe Zuschauer. Das ist halt wirklich eine innovative Scheibenabdichtung. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Wir haben eine Scheibenabdichtung, die geht hier wirklich bis an die Seitenscheiben, komplett drüber. Wir haben hier oben und unten jeweils so Magnetpads eingearbeitet. Das heißt, die wird auch an Ort und Stelle gehalten durch diese magnetischen kleinen Halter. Richtig toll. Und wenn wir hier wirklich bis nach hinten gehen, liebe Zuschauer, dann ist sogar hier das Autoschloss, das Türschloss mit von unserer Abdeckung inbegriffen. Das heißt, auch hier, wenn man draußen parken muss mit dem Auto, muss sie mit dem Schlüssel aufschließen. Das Schloss friert nicht mehr zu. Sie sehen es also, das ist ideal. Auch der Griff hier, der Griff kann nicht mehr festfrieren. Ganz, ganz toll. Schöne Qualität übrigens auch hier. Das ist so eine Fließqualität, hält wirklich dann auch die Feuchtigkeit weg vom Fahrzeug. Das finde ich ist ganz toll. Ich habe auch so Scheibenfolien mal für mich selbst gekauft. Ich muss Ihnen ja ehrlich gestehen an dieser Stelle, dass meine Mutter das gesehen hat und die dann direkt mit ihren Freundinnen nochmal 9 Stück nachgeordert hat. Tatsächlich 9 Stück. Wir wissen, dass unser Kontingent hier ganz, ganz schnell schrumpfen wird. Wir befinden uns schon im Dezember und deshalb macht es natürlich Sinn, jetzt heute hier schon zuzugreifen für 12,30 Euro. Denn auch die Presse feiert diese Premium-Scheibenfolie sehr und spricht erneut eine Empfehlung der Redaktion aus mit dem Fazit: nie mehr Eiskratzen. Der Scheibenschutz wird am parkenden Auto über die Frontscheibe, den beiden Seitenscheiben und Spiegeln angebracht und ist im Nu einsatzbereit. Ebenso schnell ist die Scheibenabdeckung wieder runter vom Auto. Das Fahrzeug ist sofort fahrbereit. Eiskratzen gehört der Vergangenheit an. Herzlichen Dank für diese tolle, tolle Auszeichnung für die Empfehlung der Redaktion. Mit der Bestellnummer NX5551 der 569 dürfen Sie jetzt gleich hier zugreifen und bestellen. Und Andreas, wenn die Presse sagt, dass man das auch ganz schnell wieder zusammenklappen kann, wollen wir das mal zeigen? Das können wir zeigen. Das geht wirklich ganz schnell. Die ist ganz schnell wieder abgenommen. Das heißt, wir müssen die einfach hier zusammenlegen. Und liebe Zuschauer, das können Sie wirklich jeden Tag machen. Und ich glaube, es ist einfach deutlich besser, wenn man sich auch an sowas hält und sich sowas angewöhnt, weil Sie wissen es selber. Wenn die Scheiben nicht freigekratzt sind, das kostet auch Bußgeld. Ne? Es ist halt auch wirklich so, wenn sie die Polizei aufhält und die Scheiben sind nicht freigekratzt, ne, dann kostet das. Mhm. Und es ist halt auch morgens oft nervig. Ne? Dann stehst du da, musst die Scheibe freikratzen. Es ist aber wirklich extrem kalt. Du hast es auch noch eilig. Und dann, manchmal ist es ja so, die Scheiben sind derart zugefroren. Ne? Bist da wirklich ganz feste am Schrubben und am Ackern. Und dann fährst du mit so einem kleinen Kuckloch los und das ist halt nicht zugelassen. Das ist nicht erlaubt, weil freie Scheiben, das ist sicherheitsrelevant, muss man ganz klar sagen, und da müssen wir uns alle dran halten, und deshalb ist so eine Komfort-Premium-Abdeckung jetzt hier für 12,30 Euro, das ist einfach richtig genial, liebe Zuschauer. Egal, was Sie jetzt in der Sendung schon bestellt haben, nehmen Sie die einfach mit. Ist übrigens auch ein richtig tolles Geschenk. Mit der NX 95 51 der 569 dürfen Sie für 12,30 Euro auch noch vor das Kommen.
Kontingent verfügbar ist, gerne mehrere bestellen. Jetzt kommen wir mal zu einem weiteren Highlight. Und das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Andreas, es ist kalt. Ja, kalt, liebe Zuschauer. Und was passiert bei Kälte und bei Feuchtigkeit? Wenn man ins Auto einsteigt, alles ist so ein bisschen dunstig und die Scheiben beschlagen von innen. Und das ist halt wirklich ein Riesenärgernis, das uns alle betrifft. Und liebe Zuschauer, ich zeige Ihnen mal, was wir dagegen haben. Wir haben dafür hier unsere elektrische Zusatzheizung. Ich stelle sie mal hier drauf. So, das ist genial. Und mit dieser Zusatzheizung können wir Folgendes machen. Sobald Sie ins Auto reinsitzen, liebe Zuschauer, holen Sie hier Ihren Strom von der 12-Volt-Steckdose vom Zigarettenanzünder, schalten Ihre Scheibenheizung hier ein und dann macht die Folgendes. Warme Luft wird ausgeströmt und sorgt dafür, dass dieser Beschlag innen von der Scheibe, ne, dieses Anlaufen, dass das so schnell wie möglich abgetragen wird. Das heißt, wir verhindern hier erstens ein weiteres Beschlagen der Scheibe und natürlich auch, dass schnell dagegen gearbeitet wird. Weil ich glaube, das ist, was Sie wirklich auch kennen und es ist total nervig, wenn du losfährst. Man atmet ja zusätzlich noch im Auto aus. Bei 2 oder 3 Personen, also bei mehr Personen im Auto, wird es immer noch schlimmer und das Ganze wird verstärkt. Das heißt, die Scheiben sind wirklich dicht, man sieht nichts mehr raus. Und hier haben wir diesen Zusatzheizer, der sorgt einfach dafür, dass die Scheibe von diesem Belag befreit wird und wir dann wirklich freie Sicht haben. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Freie Sicht beim Autofahren, gerade auch in der Dämmerung, gerade auch, wenn es draußen so grau und dunkel ist. Und wir haben diesen Griff dabei übrigens, das finde ich ganz schlau gemacht, dass wir auch die Seitenscheiben einfach mal so abfahren können, wie so ein Föhn, und dann einfach hier ja auch beschlagfrei machen. Was natürlich auch dafür sorgt, dass sich in dem Fahrzeug gerade jetzt in der kalten, nassen Jahreszeit auch nicht zu viel Feuchtigkeit bilden kann, oder? Ganz genau. Also das ist dann auch während der Fahrt sehr sinnvoll, weil oftmals ist so, die Heizung von der Auto kommt nicht hinterher. Die kann gar nicht so schnell mitarbeiten, weil die Temperaturen einfach zu kalt sind. Dann habe ich halt hier noch eine elektrische Zusatzheizung. Und das ist dann wirklich auch toll. Dann kann ich halt auch noch mal Wärme so ein bisschen für mich selber abgreifen. Auch hier ist die Presse voll des Lobes. Ich meine, 15,15 Euro, das ist ja ein Spitzenpreis. Wir haben auch hier wieder eine Empfehlung der Redaktion mit dem Fazit. Die Leka Kfz-Zusatzheizung ist einfach und schnell installiert. Klare Sicht nach außen ist im Nu hergestellt. Das winterkalte Auto ist nach dem Starten sofort zu fahren. Sie brauchen nicht abwarten, bis die integrierte Kfz-Heizung die Wärme entwickelt hat, um die Innenscheiben frei zu bekommen. Und genau darum geht's. Ganz, ganz oft ärgert man sich ja auch, dass gerade in den kalten Monaten das Auto so lange vorlaufen muss, dass man das quasi startet und dann erst mal 10 Minütchen warten muss. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das ist hier nicht mehr der Fall. Und Sie kennen das wahrscheinlich auch. Sie haben vielleicht auch diesen berühmten Lappen im Auto, liebe Zuschauer. Wenn die Scheiben angelaufen sind, dann wischt man da drüber, verschmiert alles. Es kommt dann zu unschönen Reflexionen, wenn der Gegenverkehr mit Licht entgegenkommt. Man macht eigentlich alles nur noch schlimmer. Die Zusatzheizung hier, die sorgt wirklich dafür, dass Sie wirklich hier diesen Beschlag wegnehmen, freie Sicht haben und das, ohne dass Sie an der Scheibe rumschmieren. Das Ganze für 15,15 Euro, das ist wirklich ein Helfer, liebe Zuschauer, der Sie auch wieder sicher durch die kalte Jahreszeit bringt. Und hier zu empfehlen, unbedingt, wenn Sie keine Garage haben oder kein Carport, wenn das Auto also draußen steht, dann ist das wirklich gesetzt. Weil wenn das Auto wirklich frei den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, dann wissen wir es selber, da haben wir einfach zu viel Feuchtigkeit im Fahrzeug. Aber auch so als kleine Zusatzheizung auch zu nutzen. Kann man auch nutzen, absolut. Ja. Weil ich finde ganz oft, wenn man da morgens ins Auto geht, es ist ja immer noch so biestig kalt da drin und man erfriert da halb, dann kann man die natürlich auch einfach so als clevere Sitzheizung noch nutzen. Gehen Sie also gleich in die Leitung. Für 15,15 Euro dürfen Sie sich gerne auch 2 davon bestellen. Ich glaube, viele, viele junge Damen, die vielleicht auch die ersten Fahrzeuge haben, würden sich auch über so eine Zusatzheizung sehr, sehr freuen. Mit der Bestellnummer NX 9397 der 569 dürfen Sie jetzt heute hier zugreifen und sich gerne die elektrische Kfz-Zusatzheizung sichern. Ich würde ja die ganze Fahrt auf mich richten. Ja, das denke ich mir. Das ist halt wirklich auch ideal, muss man wirklich sagen, liebe Zuschauer. Und wenn man sie halt wirklich dann als richtige Heizung nutzen möchte, dann kann man das machen. Und man kennt das ja gerade bei älteren Autos oder die auch schon in die Jahre gekommen sind. Es zieht oft durch jede Ritze rein. Ne? Und die Autoheizung, die kommt gar nicht mehr hinterher. Die ist auch ein bisschen überfordert. Dann ist es natürlich genau richtig, wenn man auch so eine Zusatzheizung im Auto hat, damit man eben nicht friert während der Autofahrt. Weil man weiß selber, wenn man friert, ist man unkonzentriert.
konzentriert, angespannt, ist auch wieder hier so ein Sicherheitsaspekt. Man trifft die falschen Entscheidungen, wenn man sich wirklich nicht richtig konzentrieren kann. Deshalb sollte man eben auch im Auto dann nicht nur für freie Sicht sorgen, sondern eben auch für die richtige Temperatur. Das machen Sie mit Ihrer Zusatzheizung hier für 15,15 Euro unter der Bestellnummer NX9397 der 569. Greifen Sie jetzt gerne zu, sorgen Sie dafür, dass es muckelig im Auto ist und vor allem, dass sich natürlich auch die Feuchtigkeit nicht staut, sodass Sie da morgens beschlagene Scheiben haben oder auch wenn Sie abends losfahren. Also ich meine, für das kleine Geld, wenn wir jetzt hier von 50 Euro sprechen würden, könnte ich ja alles nachvollziehen. Aber 15,15 Euro legen Sie die Scheibenfolie nochmal mit in der Premium-Variante für 12,30 Euro in den Warenkorb und gerne natürlich auch die Notebook-Powerbanks, die wir Ihnen gezeigt haben, sowie auch unsere Dashcams. Und dann ist man aber auch wirklich wind- und wetterfest, kann man sagen. Dann ist man voll ausgestattet. Also dann kann man wirklich hier sicher durch die Jahreszeit kommen, liebe Zuschauer. Dann kann sie wirklich alles kalt lassen oder sie bleiben cool. Das ist halt einfach auch das. Ne? Vor allem das Schöne ist halt bei uns hier, funktioniert einfach über die 12-Volt-Steckdose. Ne? Brauchst dir keine Gedanken machen, Batterien oder sowas. Nein, einfach anstöpseln, direkt im Auto und dann gleich nutzen. Ne? Und hier, guck mal an. Also ich finde, es ist wirklich richtig, richtig toll gelöst. Ne? Hier übrigens in die Richtung zeigt es, wenn man wirklich das Ganze als Heizung verwenden möchte. Oder Sie können das Ganze natürlich auch auf Ihre Scheibe ausrichten. Das entscheiden Sie für 15,15 Euro zum Spitzenpreis. Sie haben ausgezeichnete Produkte gesehen. Nicht nur von uns ausgezeichnet, sondern vor allem auch von der Presse. Wir haben uns um Ihre Sicherheit im Auto gekümmert und vor allem auch darum, dass Sie sich Nerven, Zeit und vor allem Geld sparen und schonen, wenn Sie hier bei unseren Dashcams zugreifen. Haben wir Ihnen zwei Premium-Modelle vorstellen dürfen. Die finden Sie unter www.pearl.tv. Wir hatten unsere Notebook-Powerbanks mit der Starthilfe. Die eine kommt Mitte Dezember und ist schon ganz stark nachgefragt. Gerade auch, wenn Sie ein Dieselfahrzeug haben, ein SUV oder zum Beispiel auch einen 6- oder 8-Zylinder. Und wir hatten natürlich auch hier noch weitere Highlights, die Sie finden unter www.pearl.tv. Wir wünschen Ihnen eine sichere und vor allem auch eine gute Fahrt. Kommen Sie gut an.